Jetzt quatschen wir mal nicht lange rum, Leute. Jetzt haben wir lang genug gewartet. Kommen wir zu Montana Black, Leute. Seine Haustour Teil 1. Jetzt bin ich aber wirklich schon gespannt. Ich zeige euch mein fertiges Haus Teil 1. Montana Black, here we go. Leon, du Gehaltskürzung. Ich hätte kein Anstecknikon geben sollen, Mann. So, endlich ist es soweit. Moin Moin, meine aktiven Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Okay, auch mit Graffiti und allem drum und dran. In alter Frische, lang ist es her. Das letzte Video, was ihr bei mir auf dem Kanal gesehen habt, war das Video über mein Haus, dass ich es gekauft habe. Das ist jetzt 7 oder 8 Monate her. Und ja. Und immer noch geheim, also keine Pizza bestellt und unabsichtlich Adresse geleakt, sondern immer noch geheim. Es hat sich doch einiges verzögert. Aber erstmal danke, dass du eingeschaltet hast und starten. Wir sind hier im Eingangsbereich und ich könnte eigentlich erstmal gefühlt, bevor das Video richtig losgeht, eine halbe Stunde Real Talk hierzu machen. Im Grunde habe ich mir in diesem Haus nochmal ein neues Haus gebaut und für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können oder nicht mehr wissen, wie das hier vorher aussah, blende ich hier irgendwo mal das Video ein und guckt es euch gerne noch mal vorher an, denn die Veränderung hier, die hier stattgefunden hat, ist schon relativ... Wir können uns noch erinnern, wir haben uns das Haus angesehen. Krass, wie ich finde. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich und wie man schon unschwer erkennen kann, ist hier das Aquarium. Das stand vorher in meinem Zockerzimmer. Ja, guck mal, wie er sich aufstellt hier. Sag mal, hast du ein Problem oder was? Auf jeden Fall ist das das Aquarium, was bei mir im Zockerzimmer stand. Die meisten Fische sind dort auch noch drin. Einige habe ich aber unten ins Zockerzimmer reingetan. Wir okay. haben hier die Fischsammlung aufgeteilt. Direkte Beleuchtung im LED-Stil, die ich farblich so Apo LED, einstellen kann, wie ich möchte. Das war alles vorher. So indirekte Beleuchtung kann halt einiges, das ist schon sehr nice. Hier nicht, das muss man dazu nochmal sagen. Wir haben natürlich nochmal auf dezent hier einmal Licht. Und einmal hier Licht, also... Ah, da hängt schon der Louis V, die Teddy Jacket. Einmal das Ding und dann haben wir nochmal die beiden Dinger. Die ja, ziehen schön. Sich im ganzen Haus auch wie ein roter Faden hin, will ich sagen. Denn überall haben wir diese Optik von den Lampen, auch oben im Flurbereich. Das seht ihr dann aber im anderen Teil. Ja, wir haben auch komplett neuen Boden im gesamten Haus. Ah, okay, so ein bisschen... na, das sind Fliesen, oder? Ich glaube PVC. Okay, was? Einen Plastikboden? Warum? Jungs, wie nennt man den Fußboden nochmal? Perfekt, Digga. Auf jeden Fall, also die Handwerker sind noch da. Auf jeden Fall haben wir hier einen komplett neuen Fußboden im gesamten Haus verlegt. Ja, was soll ich euch sagen, Digga? Ich bin ungeübt. Das letzte IRL-Video habe ich schon vor 8 Monaten gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Dann haben wir noch eine Garderobe, wo man Sachen hinhängen kann, ist ja klar. Hier hängt irgendwie eine Sternlampe, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ein paar Caps, eine schöne Jacke. Eine Gulag-Cap. Hier noch, dann haben wir hier noch Hundegeschirr und so. Was hat er da? Was ist das? Schlagstock oder Taschenlampe oder Pfefferstreuer? Ja, wir haben hier direkt, wenn man reinkommt, auch wieder indirekte Beleuchtung. Da hängt noch Glühbirne, man kennt es bei mir nicht. Schaut es genauso aus. Das kann man einstellen, wie man möchte. Ich muss dazu auch noch sagen, dass das... Nicht die geht diese klassische Hintergrundmelodie jetzt echt 25 Minuten? Stufe ist, das sind nur 30% von der Helligkeit. Ich mag das lieber ein bisschen dezenter. Das zieht dann es zieht nicht so in den Augen dann, wisst ihr, wie ich meine? Ja, auch der Treppenbereich, muss man mal ganz kurz dazu sagen, der Treppenbereich, für die Leute, die sich noch da erinnern können oder sich das Video jetzt vorher angeguckt haben, wie es hier vorher aussah, auch der Treppenbereich ist komplett neu. Also die Treppen... Schön. Im selben Belag wie der Fußboden, die Handgelenke oder der Handgelenke wahrscheinlich. Wie nennt man das denn nochmal, Leon? Geländer. Geländer, genau, ja, moin. Die Geländer komplett farblich angepasst zu dem Fußboden. Schön. Die Scheiben sind getönt. Kenne ich normalerweise nur aus dem Auto. Also es hat sich eigentlich alles komplett geändert. Ich weiß gar nicht mehr, welche Tür mit Glasscheibe war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber auch die Türen haben wir zum Teil hier in der Wohnung, in dem Haus, einfach rausnehmen lassen, die Glasteile, und durch Holz ersetzt, weil ich diese Optik... Ja, die Treppe ist auch nicht so mein Fall, Leute. Ist halt relativ schlicht bis jetzt alles. ...wesentlich schöner finde als eine Glasscheibe. Also es wurde so viel hier im Haus gemacht von dem ganzen Team. Auch da nochmal ein Gruß und Kuss an Steffi. Ich finde, ihm wird halt eine Innenarchitektin sehr gut tun bei solchen Projekten. An Seid, an Gerald und wie sie alle heißen, die mir hier wirklich tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Hier kommen wir jetzt in den Flurbereich mäßig, also in den zweiten Flurbereich.
Hier haben wir ein wunderschönes Bild. Gut gemacht. Von dem Zuschauer, von dem Künstler, ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht mehr. M. Lofney. M. Lofney. Der hat mir das hier anfertigen lassen. Davon habe ich auch noch ein zweites woanders hängen. Das Get On My Level Logo. 2614, meine Stadt Buxtehude, die mich zu dem gemacht hat, wer ich bin. Wer der Spacken ist, weiß ich auch nicht ganz genau. Hier in dem Bereich, also es ist noch nicht alles. Das ist Küche Nummer 1, hat er mehrere Küchen, glaube ich. So wie ich es mir vorstelle, beziehungsweise es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Durch Corona sind manche Sachen so lange von der Lieferzeit. Hier oben fehlt jetzt noch eine Lampe. Das haben wir jetzt nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ja, und ansonsten ist dieser Bereich so, ja, wie soll ich sagen? So ein bisschen schlicht, zurückgehalten, mein cool. Werdegang auf YouTube. Alles hat angefangen mit dem 100.000 Abonnenten-Button für Montana Black. Das ist schon ein Augenblick her. Das sind auch noch die alten Dinger vom Design. Ne? Dann irgendwann die 1 Million Abonnenten auf Montana Black, Digga. Ja, auch wenn man dran vorbeigeht, man achtet da eigentlich nicht mehr so drauf. Trotzdem haben sie eine starke Bedeutung für mich. Hier drüben haben wir dann... Ich habe meinen Play-Button einfach immer noch nicht. So. Spontaner Black. Ich habe auch noch nicht mal einen Haken, keine Ahnung. YouTube scheißt auf mich. Die 1 Million und auch die Crew und richtiger Kevin. Das sind zwar nicht meine Kanäle, also das heißt, ich habe keinen Zugriff auf diese Kanäle, aber nichtsdestotrotz sind es irgendwo trotzdem meine Kanäle, was ja mein Content. Dementsprechend habe ich mir auch diese beiden goldenen Play-Button zukommen lassen. Und insgesamt kann man dann ja auch voller Stolz behaupten, und das schafft auch nicht jeder, dass ich 4 YouTube-Kanäle auf YouTube habe, beziehungsweise mit meinem Content fülle, die alle über 1 Million Abonnenten haben. Ja, ist schon sehr krass. Natürlich, das ist etwas, das schafft nicht jeder. Hier haben wir noch, muss ich auch sagen, bin ich sehr stolz drauf, eine Auszeichnung vom Riva Verlag. Das ist nichts Offizielles oder so, das kriegt nicht jeder Künstler. Das haben sie mir extra anfertigen lassen, weil sie wissen, dass ich auf sowas stehe. Und das ist für 100.000 verkaufte Montana Black Bücher vom Junkie zum YouTuber. Mittlerweile sind es wesentlich mehr Bücher als 100.000, also nicht 200.000, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viel, aber über 100.000, 130, 140, 150.000, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das aber eine Auszeichnung, wo ich mich drüber gefreut habe, weil sie sich Gedanken gemacht haben. Also eine große Überraschung haben sie mir damit gemacht. Sowas ist einfach emotional vielleicht sogar mehr wert als das Geld, was dann am Ende irgendwie auf dem Konto ist, weil daran werde ich mich halt einfach immer erinnern, Digga. Sind halt so Auszeichnungen, ja. Gut, Anna. Habe ich auch zu Hause, aber juckt mich irgendwie nicht. An das Geld werde ich mich auch immer erinnern, Digga, so ist es nicht. Ja, gehen wir mal in die Küche. Entspannt, gehen wir mal in die Küche. Ich muss gleich nochmal dazu sagen, wir werden heute, habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen, gibt es einen Teil, dann gibt es noch einen zweiten Teil Obergeschoss und einen dritten Teil Keller. Ne? Weil das Video wird jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, Viertelstunde gehen, 20 Minuten. Und ja, fast. Ich wollte keinen Teil hochladen, was 50 Minuten geht oder so. Das ist jetzt hier die Küche. Auch hier in der Küche vielleicht erkennbar für die Leute, die sich das alte Video angeguckt haben, beziehungsweise das alte Video noch Erinnerung haben, hat sich auch einiges getan. Lecker, was haben wir da Gutes? Wir haben, ich habe eine komplett neue Arbeitsplatte, Granitarbeitsplatte einbauen lassen. Das Red Bull Classic. Weil mir die alte einfach nicht gefallen hat. In diesem Look hier, der Look von der Platte zum Fußboden, finde ich sehr geil. Hier mein Engel Agatha. Oh. Leon hat auch schon eine Portion eben gegessen. Agatha hat heute wieder gezaubert. Nudeln mit Bolognese. Sag ehrlich, hat köstlich geschmeckt, oder? Sehr lecker. Sehr köstlich. Das Wer ist Agatha? Werde ich mir später noch snacken. Ja, und hier ist halt relativ eine große Küche, ist ja klar. Hier der Sitzbereich ist noch nicht fertig, die Stühle. Der Stuhl ist aus dem Wohnzimmer normalerweise. Wir haben noch von diesem Stuhl noch 2 Stück bestellt. Lieferzeit aber wieder irgendwie gefühlt 3 Jahre. Dieses Bild habe ich geschenkt bekommen von Dustin. Ah, von einem Kollegen von mir. Ja, auch wieder sein Ding. Sehr, also er hängt sich halt nicht wirklich Kunst hinein, sondern halt so alt, die halt mit seiner Company zu tun hat. Also entweder von sich oder von Kylo und überall steht Get On My Level und so. Also schon sehr in seinem Film drin. Ich würde mir halt mehr so Bilder aufhängen. Ich meine, ich habe da auch dieses Supreme-Bild da hängen, aber ich habe auch eigentliche Kunst bei mir zu Hause hängen. Das würde ich halt so irgendwie nicer finden. Ja, aber der Kollege... Das ist ultra geil, das Bild. Kai Agatha ist seine Putzfrau oder was? Okay. Mit Graffiti-Elementen, wenn man Schwarzlicht etc. hat, verändert sich das Bild. Ein wunderschönes Bild. Dustin, Grüße gehen an dich raus. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und ansonsten, ja, hat sich hier nicht viel verändert, außer dass ich mal langsam herausgefunden habe, wie diese Öfen hier alle funktionieren. Das ist der beste Ofen aller Zeiten, Digga. Wirklich der beste Ofen aller Zeiten. Und da kann man so Sachen warm halten. Und zwar ist das der Warmhalteofen. Ja. Agatha stellt hier, ich habe zu ihr gesagt, sie soll das Essen heute da hinstellen, aber normalerweise packt sie hier mir mein Essen rein, macht es auf Stufe 2 und dann bleibt das den ganzen Tag warm, Digga, das Essen. Das ist einfach, also gut.
das muss ich wirklich sagen, fühle ich dieses andere. Ja, ey. Ansonsten mehrere Öfen in die Küche habe ich euch ja damals schon im Video gezeigt. Hier hat sich nicht viel verändert. Hier oben haben wir noch die Wand zugemacht. Also das hier haben wir zugemacht. Da war hinter also Stauraum bzw. Fläche. Ja, da kommst du gar nicht drauf, was willst du alles reingeben. Weil ich nur Staubfänger war. Hier oben hat Seid eine richtig geile Wischtechnik gemacht. So eine schwarze Wischtechnik. Die natürlich ja, die Decke ist nice. Die ist wirklich cool. Wieder im Umkehrschluss passend zum Boden. Also das finde ich sehr, sehr stimmig. Hatte da auch Hilfe, wie gesagt, von Seid, von Gerald, dem Elektriker, und von Steffi, der, ich sage immer, Innenarchitektin, InDesignerin. Okay, hat er tatsächlich eine Innenarchitektin. Ohne die hätte ich das hier nicht geschafft, weil ich bin ja auch kreativ, einfach, also ich bin kreativ nicht, Digga, merkst du, wie ich das verlernt habe? Ich bin kreativ und sprachlich einfach lost, so. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal, ja, hier, in dem Bereich. Das ist ja nochmal ein Flurbereich. Da gibt es nur die indirekte LED-Beleuchtung. Ja, fühle ich nicht so. Also die Lichter fühle ich, mag gern warme Lichter. Da fühle ich mich wohler. So dunkle Lichter machen mich ein bisschen deprimiert. Hier habe ich ein paar Zeitungsartikel hingehangen, die mir gefallen haben. Es wurden ja viele Zeitungsartikel schon über mich geschrieben, aber nur die wenigsten waren auch geil geschrieben. Du weißt ja, Digga, so eine Scheiße schreiben die dann. Dann haben wir hier, also den Raum würde euch wahrscheinlich sonst niemand zeigen, weil er einfach vollgepackt ist jetzt. Das ist so mäßig aktuell die Abstellkammer. Hier haben wir... Okay, krass, da hängen da seine Jacken auf. Ja, so Abstellkammer kann schon einiges. Also das fehlt bei mir in der Wohnung auch. Eine Garderobe für einen Haufen Jacken, die ich noch nie getragen habe, Digga. Muss ich auch fairerweise einfach mal sagen. Also gefühlt 90% dieser Jacken habe ich noch nicht getragen. Ja, hier ist halt ein Haufen Sachen. Da hängt auch die Supreme-Jacke hinten. Wo ich noch nicht weiß, wohin damit. Okay, Schuhregal, krass. Hier auf der Seite haben wir auch wieder einen Haufen Sachen, die ich noch nie getragen habe. Unzählige Caps, Digga. Wahnsinn, wie viele Kappen muss der haben? Schuhe über Schuhe, Badelatschen über Badelatschen. Braucht man das alles? Nee, Diggi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja, bereue ich das? Nö. Ist halt so, Digga. Was soll ich dir sagen? Aber hier kann ich halt noch Schuhe hinstellen, etc. Caps reintun, Jacken. Ja, das ist so, ja, weiß nicht, wie man so einen Raum nennt. Ein kleines Ankleidezimmer. Das Mini-Ankleidezimmer, würde ich mal sagen, ja. Und hier sind halt noch Sachen drin, die wir erst heute aus der Wohnung noch abgeholt haben, die ich im Übrigen immer noch nicht gekündigt habe. Man kennt ihn. Ja, dann haben wir hier das Gästebadezimmer. Ja, das Gästebadezimmer, da hat sich auch nicht so viel verändert, außer die... Ah, da haben wir auch wieder wie an der Decke so diese Wischtechnik. Diese wunderschöne Streichtechnik wieder, die seit... gemacht hat. Das finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Im Übrigen auch im gesamten Haus habe ich die Fensterbänke rausbauen lassen. Gleich mal demonetarisiert. Rausbrechen lassen und neue Fensterbänke reingemacht. Ihr seht schon, überall ist dieser Anthrazitton, der sich überall sieht. Das mache ich einfach gerne. Ja? Hier eine Skulptur, die meine Oma gemacht hat. Meine Oma ist ja leidenschaftliche Töpferin schon seit 40 Jahren. Also vielleicht ein bisschen weniger Quadratmeter, nein, ich brauche schon Platz. Hat wirklich meine Oma gemacht, das ist eine Töpferin, hat ganz... Muss ich den Schalter verpixeln? Nein, die musst du doch nicht verpixeln, Digga. Warum sollte man das verpixeln? Demonetarisiert. Guck mal, wäre da hart, wenn man ein bisschen... Nein, Spaß. Meine Oma ist leidenschaftliche Töpferin, hat jahrzehntelang Kurse gegeben in der Volkshochschule Buxtehude. Ich als kleines Kind habe mit Oma auch zusammen getöpfert. Gewisse Sachen hat sie mir geschenkt und die ich ja hier dann in der Wohnung untergebracht habe. Ich glaube ansonsten, die Scheibe wurde noch reingebaut. Neues Scheißhaus kriege ich auch noch, weil das ganz große Problem ist, Digga. Was? Das ganz große Problem ist, ich sag's euch so, wie es ist. Wenn ich mich hier hinsetze zum Pissen, dann küsst er immer das Keramik. Wirklich. Weil das, guck mal, jetzt komm mal her. Digga, so groß ist er jetzt auch. Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber guck mal, wie wenig Spielraum ich hier habe. Der knutscht immer die Keramik. Weißt du, was das für ein Scheißgefühl ist, Digga? Und deswegen kommen überall neue Toiletten hin. Jalla. Ich habe auch immer richtig Angst, dass ich wieder Krankheiten hole oder so. Oh, nee, ich dachte... Wenn er vorne die Klobrille berührt? Was? Wenn er vorne die Klobrille... Nicht vorne die Klobrille, Digga. Er berührt da, wo die Pisse und alles reinkommt. Die Toiletten sind... Ja, voll Absturz drauf. Und dann stell dir mal vor, wenn du morgens... Männer wissen, was morgens ist, nach dem Aufstehen. Wenn du dann pingeln gehen willst, dann küsst er das Ding nicht, dann rammt er das. So, und dann... ich glaube, nur die Streichtechnik. Jetzt film dich nicht wieder auf selbstverliebt. Achso, wir haben noch gar nicht die Garage gezeigt, Digi. Müssen wir die Garage, wenn wir da jetzt so reingehen, kommt das nicht geil, Digga. Wir müssen die Garage von außen filmen. Die Garage kommt ganz zum Schluss. Die Garage zeige ich euch ganz zum Schluss.
Er ist so schön gegen die Tür gelaufen. Ich bin nicht gegen die Tür gelaufen. Okay, ich blend's nochmal. Nein, bin ich nicht, Digga. So, also, dann haben wir hier noch das Gästezimmer. So sieht das ganze Ding hier aus. Auch wie über. Okay, schön, relativ dunkel aber auch. Das wäre nicht so mein Ding. Wieder indirekte Beleuchtung. Ich kaufe mir keine Wohnung zum selbst drinnen wohnen. Ich würde nur Wohnungen kaufen zum Vermieten. Wände gestrichen in einer geilen Farbe. Bud Spencer und Terence Hill. Ah, krass. Idole, Kindheitsidole. Bruderbasis über dem Gästebett. Schöne Beleuchtung. Schön, aber das finde ich sehr schön. Da fühlt man sich wohl. Bequem. So ein bisschen auf Hotel-Vibe angelehnt. Das Bett. Also ich habe selber noch nicht drin geschlafen, aber Mehdi zum Beispiel, mein Kollege Mehdi, hat da drin gepennt. Er hat gesagt, er hat besser hier geschlafen als bei sich zu Hause. Ja, ja moin. Und ansonsten ein kleiner Schreibtisch. Das ist, also ist noch nicht alles fertig. Hier stehen noch ein paar Kartons mit Autogrammkarten, die ich unterschreiben muss. Hier steht noch mein alter PC unter dem Tisch, wo ich noch nicht genau weiß, was ich damit mache. Da habe ich dran rumgebastelt, deswegen liegt hier die Glasscheibe noch. Hier haben wir noch mein altes Aquarium. Ah, okay, er hat jetzt zwei Aquarien oder hat er wahrscheinlich sogar drei unten in seinem Streamingzimmer. Aus dem Wohnzimmer. Er hat sogar so einen Staubsaugerroboter, der selbst fährt. Hauptsache Haushälterin und noch einen Staubsaugerroboter. Da ist er. Ah, guck mal hier, da ist noch Mr. Gürtelstachel an. Moin, moin. Guck mal hier, da ist er doch. Siehst du den, Leon? Krass. Moin, Meister. Stell dir vor, der schwimmt da mit vollem Karacho einfach rein, während du gemütlich im Meer schwimmen bist. Das Gästezimmer, Digga. Fünf Aquarien, oder was? Das Ding, wie ich finde, durch Corona, also um nochmal eine kleine Erklärung abzugeben, warum das jetzt am Ende so lange gedauert hat. Also natürlich, erstmal habe ich hier in dem Haus nochmal ein neues Haus gebaut. Das ist einfach so. Wer die Videos sich angeguckt hat, wie das vorher aussah und wie es jetzt hier aussieht, das war, wie gesagt, also wirklich ein krasser Umbau bzw. ja, krasse Erneuerung. Und dann kam Corona noch mit ins Spiel. Ihr kennt das alle. Ich will mich nicht beschweren. Mir geht's gut, meiner Familie geht's gut. Mir geht's finanziell gut. Ich will jetzt nicht mi machen. Aber einige Sachen haben halt eine Lieferzeit gehabt von irgendwie 3, 4, 5 Monaten. Am Ende hat es halt länger gedauert als geplant. Scheiß drauf, Digga. Dann kommen wir mit zum Pimmel Pizza. So, und das ist natürlich jetzt das Highlight hier, Diggi. Das ist... Uff. Ja, auch hier überall die LED-Lichter wieder. Das Wohnzimmer. Ah ja, so finde ich es gleich viel gemütlicher. Genau. Und also... Leon, ich glaube, die Leute haben so. Okay, noch ein Aquarium. Noch nie gesehen. Darf ich vorstellen? Meine Badewanne. Mein Oha. XXL Aquarium. 4,30 Meter lang insgesamt. Spezialanfertigung, safe. Und 5 Tonnen schwer. Also, ja, okay, den Spruch drücke ich dir jetzt nicht. Ich wusste genau, was du sagen willst. 5 Tonnen schwer. Also, ja, so schwer wie deine Mama. Ja, okay, den Spruch drücke ich dir jetzt nicht. Ich wusste genau, was du sagen willst, du Mixer. Ja, ich hab's sein gelassen. 5 Tonnen schwer und ein Riesending. Ich könnte jetzt noch einzeln etwas zu den ganzen Fischen sagen, die drin sind. Ich glaube aber, dass ich entweder hier auf dem ein einzelnes Video zu dem Becken hochlade oder was ich mir auch schon überlegt habe, Digga, ich habe 4 Aquarien jetzt hier im Haus. Aquaristik interessiert mich sehr stark und viele von euch auch da draußen. Vielleicht mache ich sogar einen Aquarium-Channel. Wo ich krass, okay. Na, ich Bock hab, Mann. Da geht's dahin, auch gleich mit 1 Million. Die hochlade. Aber das Ding ist natürlich ein XXL-Ding. Ist ja, mit Stahlträgern. Also, na gut, das sieht man jetzt hier nicht, da ist die ganze Technik. Aber insgesamt ist das ganze Ding auf Stahlträgern. Wie nennt man das? Konstrukt? Ja, so war doch richtig. Dann haben wir hier natürlich den Essbereich. Ganz kurzer kleiner Fun-Fact: Leon war dabei. Ich sag zu Agatha, Agatha, mach mal für das Video schöne Deko. Agatha sagt, kein Problem. Bruder, kennt ihr irgendjemanden, der sich hier hinsetzt und Zitronen isst? Und einfach mal zum Chillen eine Zitrone frisst? Da habe ich ganz gut drüber gedacht. Oha, oh, hier ist ja voll der dicke Kratzer an dem Scheißtisch. Das kommt von, ja, okay, scheiß drauf, Digga. Direkt neu bestellen, Kapi. So, also, das ist der Essbereich. Wer mit dem Rücken zum Aquarium sitzt, hat im Grunde die Arschkarte. Natürlich viel, viel geiler ist, wenn man hier sitzt. Ja. Am Essen ist, Digga, und dabei einfach die Fische beobachten kann. Auch das Aquarium ist noch nicht perfekt 100%, aber auf jeden Fall schon sehr schön geworden. Hier werde ich zum Beispiel auch, wo ich mich sehr drüber freue, hier werde ich mit meiner Familie, mit Oma, Opa, Tommy, halt mit der ganzen Familie nicht am zweiten Weihnachtstag bei Oma und Opa essen. Ja, das ist halt schon nice, wenn man dann die ganze Familie einladen kann. Ich werde das erste Mal, seit ich denken kann, nicht bei Oma und Opa am zweiten Weihnachtstag sein, sondern sind alle bei mir, Digga. Alle werden hier zusammen am zweiten Weihnachtstag mit mir sitzen und Weihnachten. Das sehe ich schon, wie dann irgendein kleines Kind die Kartoffeln auf den schönen weißen Teppich wirft. Nice. Da freue ich mich mega drauf, Digga. Wer hätte das mal gedacht?
Wer hätte das mal gedacht, dass ich mal mit meiner Familie in meinem Haus Heiligabend feiere, beziehungsweise zweiten Weihnachtstag. Ich werde meinen legendären Nudelauflauf kochen für alle. Ich freue mich einfach drauf, Digga. Drückt bitte alle die Daumen. Ich habe wirklich dieses Jahr so Bock auf Weihnachten wie lange nicht mehr. Drückt auch bitte alle die Daumen, dass wir endlich mal wieder weiße Weihnachten bekommen. Ich weiß, unwahrscheinlich. Ja, wäre natürlich nice. Bei uns hat schon geschneit in Österreich heute, ja. Aber Bruder, ich würde es mir extrem wünschen. Ja. So, dann haben wir hier natürlich eine XXL-Couch, einen XXL-Teppich und einen XXL-Fernseher, Digga. Ein 8K, schieß mich tot, Samsung-Fernseher, Digga. Ich sag auch mal, Samsung, man kennt's. Ich bin kein Flex. Der Fernseher kostet 8000 Euro, Digga. Davon habe ich noch einen im Schlafzimmer. Und über den... Digga, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich dran denke, wäre ich sauer. Samsung. Aber der wirkt gar nicht so riesig. Was ist das? Warum gibt es in eurem scheiß App-Store weder die Twitch-App, noch TV Now oder irgendwelche Apps, Digga? Da muss ich mir einen Firestick kaufen, um die Kacke zu sehen. Verstehe ich nicht. Aber der Fernseher ist trotzdem geil. So ist es nicht. Im Hintergrund habe ich auch Philips Hue-Beleuchtung, die überhaupt nicht funktioniert. Danke an Philips an der Stelle. Tolle Updates, die er rausbringt. Insgesamt hat diese scheiß Beleuchtung 800 Euro gekostet mit dieser Synchronbox. Ihr bringt ein Update raus, die Kacke funktioniert nicht. Top. Ja. Und ansonsten gut gemacht. Hier natürlich ein Highlight, ein wirkliches High. Purple Highlight, Rain, Digga. Prince. Für die Leute, die sich ein bisschen mit Musik auskennen und gerade mit der guten alten Zeit, den 70ern, den 80ern und den 90ern. Ja, da bin ich voll bei ihm, da hat er recht. Hier haben wir einen original geschriebenen Songtext von Prince vom Song Purple Rain. Was? Wo hat er das her? Das habe ich mir gegönnt als kleine Wertanlage. Ich bin Prince-Fan, cool. Und das ist einer von drei originalen geschriebenen Songtexten von Prince. Für die Leute, die sich damit auskennen, werden es fühlen. Für die Leute, die das sich jetzt nicht so fühlen, das ist aber ein... Die denken sich, Prince, ist das nicht der, der das Dschungelcamp gewonnen hat? Also Leon, fühlst du das? Ja, auf jeden Fall. Purple Rain. Der ist halt auch Dingy Brudi, der ist original geschrieben von ihm. Im Studio. Einer von dreien, zertifiziert mit Papieren, die bei der Bank liegen, im Schließfach. Wirklich, ein richtig geiles Ding, habe ich mir mal gegönnt. Finde ich wunderschön, das Ding, bin auch stolzer Besitzer und freue mich, dass ich mir natürlich auch sowas... Sam gegönnt, freut mich, dass er Freude hat. ...möglichen kann, dank... euch, die mich unterstützen, weil als ich damals gekifft habe, gekokst habe, hätte ich mir sowas nicht kaufen können, ist ja klar. Ja, und dann haben wir natürlich hier noch die extrem geile Couch, eine schöne XXL-Couch. Cool, mit den Boxen da so montiert für den besten Sound. Wo man mit den Jungs auf entspannt Bundesliga gucken kann, ja, wo man entspannt Serie gucken kann. Aktuell habe ich Game of Thrones angefangen. Drei Folgen, heute, später gucke ich noch weiter. Ich brauche auch unbedingt eine neue Couch, die ist so ungemütlich. Gefällt mir auch und die Couch. Bin im Überlegen, wirklich in eine neue Wohnung zu ziehen. Alle Möbel, die ich habe, einfach auf günstig zu verscherbeln und mir alles neu zu machen. Hätte ich Bock drauf. Mal wieder Tapetenwechsel oder so. Der einzige Kack ist halt wegen dem Scheiß drauf, den machen wir auch neu. Scheiß doch einfach drauf. Ist super bequem, ist Mikrofaser, war ein bisschen teurer die Couch, aber man kauft halt eigentlich auch nur einmal eine Couch und dann erstmal jahrelang nicht. Deswegen habe ich für die Couch ein bisschen mehr ausgegeben. Aber wirklich eine geile Couch mit Stauraum. Du kannst dir die Dinger verschieben. Weil bei Wohnung und so, Wohnraum darf man nicht sparen. Das ist das, wo du dich die meiste Zeit aufhältst. Oder vor allem gerade ich, weil ich von zu Hause aus sehr viel arbeite. Da muss es nice sein. Ich meine, ich fühle mich da auch sehr wohl, aber don't know. Seit dem Einbruch ist das alles nicht mehr so gechillt, sage ich auch dazu. I don't know, Leute. I don't know. Stellen, kannst hier an der Seite das Ding verstellen. Eine geile Couch. Eine sehr geile Couch, die auch... Aber Porsche, Uhr, neue Wohnung, alles in einem Jahr wäre schon übertrieben ein bisschen. Man muss sich auf jeden Fall 70% der Sachen auf die Seite legen. Optisch, farblich hier, wie ich finde, gut reinpasst. Auch die Lampen, wenn man jetzt nochmal vergleicht, diese Lampen in diesem Bereich und im Eingangsbereich, überall so derselbe Look, dieser industrielle Look, wie ich finde, sehr geil. Auch die... Ja, das ist nicht so mein Fall. Das schaut so ein bisschen wie so eine Sperrholzplatten, so Pressplattenoptik aus, die man dann grau übermalt hat. Diese Streichtechnik, die Seid hier wieder angewendet hat, ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde sie sehr geil, mir gefällt sie sehr gut, habe ich auch Seid entscheiden lassen. So mäßig. Es ist so ein bisschen gestaltet wie ein schönes, modernes Jugendzentrum. Aber so eine richtig stilvolle Erwachsenengeschichte ist das für mich jetzt noch nicht, aber... passt perfekt zu Montana Black. Also das kein Hate an der Stelle oder so, sondern das ist mein Eindruck. Beziehungsweise Seid hat sich damit Steffi abgesprochen und am Ende fand ich den Look sehr genial. Ansonsten ja, haben wir hier noch von Breaking Bad, von allen Darstellern handsignierte Autogramme. Krass, okay. Zertifiziert alles, habe ich damals geschenkt. Zertifiziert die Autogramme. Bekommen von einem
ehemaligen Geschäftspartner von mir. Also sehr, sehr geiles Ding. Hier haben wir noch die ganzen silbernen Playbutton. Silberner Playbutton für Spontaner Black. Richtiger Kevin und die Crew. Das sind schon die neuen silbernen Playbutton. Ihr habt vorhin ja den alten gesehen. Und ansonsten, ja, was gibt es hier noch zu zeigen? Wir haben hier noch eine Green Wall, nennt sich das. Das sind echte Pflanzen, die wirklich eingesprüht worden sind, wieder imprägniert worden sind. Ah, damit man die nicht gießen muss. Dass die für immer im Grunde halten. Das riecht so richtig so, als wenn du frisch Rasen gemäht hättest. Okay, arg. Ist auch nicht jedermanns Geschmack. Ich finde diese Optik sehr passt geil. Rein, ja. Cooler wird es natürlich noch kommen, wenn es ein bisschen heller hier drin wäre, aber ich mag es lieber gedimmt. Ist ein Highlight für mich. Er hat auch die Vorhänge alle in schwarz und so. Finde ich, sieht geil aus. Und ansonsten haben wir hier noch Bose Surround System, was ich hier reingeklemmt habe. Hier haben wir noch ein super schönes Bild von Kylo, vom M. Lovely, der auch das Bild im Eingangsbereich, was ich euch gezeigt hatte, gemalt hat. Ja, hier hängt Ehrenbruder Kylo. Hier haben wir noch meine alte, ehrenwerte Pflanze aus dem Schlafzimmer, die ich mitgenommen habe. Ja, und das war es eigentlich schon. Das richtige Highlight, beziehungsweise für mich das Highlight im Untergeschoss, ist das Aquarium oder das Wohnzimmer an für sich, aber auch das Aquarium. Aber natürlich auch die Garage, Digga. Die Garage, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Sehen wir die jetzt noch? Gesehen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Ja, nice. Ab geht's in die Garage. Okay. Lamborghini und der Mercedes. Mit dem Fahrrad, Bro. Okay, auch wieder mit so Graffiti-Dings. Ja, also einfach so dieser Jugendzentrum-Flair ein bisschen. So, wenn quasi so deine Schule einen Ausflug bucht, so auf Landschulwoche und dann geht es in irgendeine Hauptstadt, dann sucht man sich so ein flippiges Jugendhotel heraus und dann schaut das halt so aus. Ja, willkommen in meiner Garage. Wo man halt so dann die Disco hat da drin und so. Hier seht ihr mein Fahrrad, was ich mir gekauft habe, mit dem ich dreimal gefahren bin, Digga. Leon, was sagst du? Ja, aber das Video hat es dabei sein müssen. In der Garage hast du noch nicht gesehen, ich stelle mal das Fahrrad hier an die Seite. Das ist auf jeden Fall fresh, also diese Bahnoptik ist sehr... Ah, okay. Das sieht gut realistisch aus. Das sieht... Also ja, safe. Das ist nur Schattierung, Digga, das ist nur Schattierung. Und hier haben wir natürlich, also, ja, sei es jetzt... Moment. Okay, scheiß drauf. Kauft sich ein Haus für 9 Millionen Euro und keine Technik? Digga. Ja, da hat er es jetzt gesagt, 9 Millionen Euro, aber das ist einfach nur so ein Joke. So, also sei es die indirekte Beleuchtung, okay, auch wieder hier in der Garage, was natürlich im Ganzen nochmal einen richtig geilen Look gibt. Ja, das ist halt, also schaut euch... Ich frage mich halt, wann braucht man diese indirekte Beleuchtung in der Garage? Ich einfach nochmal an, wie die Garage vorher aussah. Und die Garage ist halt einfach brutalst, Digga. Hier steht mein Baby, den ich selten beglücke, schon 2 Monate nicht mehr gefahren, aber ich will nicht, dass ja, ist ja auch Winter. Das auch noch was Alltägliches wird. Dass ich ihn habe, ist was Alltägliches. Ich sehe ihn jeden Tag. Aber das Fahrgefühl soll nicht alltäglich werden. Und deswegen fahre ich ihn wirklich sowieso zur kalten Jahreszeit jetzt wesentlich seltener. Oh, ja, aber ja, ich würde den auch abmelden im Winter. So, man zahlt ja auch extrem viel Versicherung, zumindest bei uns. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Auto. Aber am Ende, Digga, würde ich mich immer für meine S-Klasse entscheiden, Digga. Die S-Klasse ist einfach Liebe. Danke, Rennclub. Wohnzimmer für echte Männer, Digga. Ein Wohnzimmer für echte Männer. Das ist die Garage, Digga. Ein echtes Highlight, wie ich finde. Ich habe so noch nicht eine einzige Garage gesehen. Mit Graffiti-Künstlern bestückt. Omsk und Kino. Okay, okay, da sieht man es jetzt direkt nach der Arbeit. Er hat auch so Starkstromstecker. Wenn er sich zum Beispiel, das ist nice, wenn er sich irgendwann entscheidet dazu, sich ein Elektroauto oder so zu holen, kann er das natürlich auch aufladen in der Garage. Zwei schnell aufladen vor allem. Brüder, die mich in meiner Kindheit mies geprägt haben mit ihrer Kunst, mit ihrem Graffiti. Ja, das passt halt zu ihm. Und auf der anderen Seite haben wir ein Graffiti von Moses. Ich würde fast sagen, einer der bekanntesten Sprüher europaweit. Jeder, der Graffiti kennt, kennt auch Moses. Und den bei mir auch in der Garage verewigt zu haben, oder dass ihr sich hier verewigt habt, ist einfach... Uff. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich würde sagen, ich küsse eure Augen. Danke für den Support. Ich hoffe, dass das nächste Video schon am Sonntag kommt. Dann wahrscheinlich das Obergeschoss. Und dann darauf für Mittwoch eventuell dann der Gaming-Raum. Ich hoffe, krass, das Video hat euch gefallen. Bin auf eure Kommentare gespannt. Danke für den Supporterino. Supporterino, Digga. Das regt mich auf mittlerweile, Mann, diese Sprachfehler, die ich habe. In dem Sinne würde ich sagen, Kuss, 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 Wiederschauen. Und reinhauen.
Krass, sei ihm gegönnt. Ich freue mich sehr für ihn. Montana Black muss man gönnen. Warum muss eigentlich der Chef arbeiten? Der Angestellte guckt zu. Da rechts ist noch was. Machst du ein bisschen schneller?